Take Nummer 3. Das Rap-Geschäft ist wie eine Fahrt durch den Nebel. A&Rs sind am Beten, denn sie lagen daneben. Echter Rap lässt sich vertraglich nicht regeln, zeigt er maßgeblich scharfsinnig garstig die Zähne. Im Alltag begegne ich den anderen MCs, nur so lange empathisch, bis die Kamera nicht dreht. Und im Handumdrehen versehen, sich im Anschluss kranke Punks von Tom mit Panzertape geknebelt, denn du prahltest mit Vermögen. Welches du nicht hast, bitte quatsch mich nicht an, Punk, leg dich hin wie beim Zahnarzt, wir definieren den Maßstab. Mit den Parts, die man mastert, MF Abracadabra ist der Feinschliff, der uns weit bringt, dank dem Padre im Brachland. Hier kommt der sympathische Grasjunk. Schlagfertig, warmherzig, verplant. Halt bitte Abstand, denn Fahrkartenkontrolleure warnen zurzeit vor besagten Gefahren in Bagdad. Schachmatt nach 16 Takten, die dich tackeln wie beim Wrestling. Spürst du diesen Westwind, der ballert wie eine Gatlin. Also Schwächling, decke diesem Rap-King den Esstisch oder dreh dich wie beim Breakdance, nun vielmals beim Headspin. Denn du bist sehr verletzlich und Faggots bleiben weiter auf der Suche nach dem Flechtring. Doch letztlich finde ich deine Graffitis hässlich, weil euch bei Pieces und beim Taggen stets das Cap drippt. MCS1. Die Situation gerät außer Kontrolle. Und ob ihr dope seid oder nicht, das spielt dir keine Rolle. Reiß dich am Riemen, denn wir gehen in die Vollen. Im Jahr 2017 empfiehlt man diesen Song. MCs inhalieren Weed und Peace durch die Bongs. Sind im Anschluss viel zu brett und fliegen davon. Man bestellt dir nachher beste Grüße von S1, denn ich verschlinge deine ganze Crew wie Pythons zur Saison. Doppel-R gibt gottverdammten Lügnern keine Chance. Nein, wir bringen sie zur Vernunft und zügeln ihre Zungen. MCs sprechen nach dem Battle Flüche über uns. Doch das sind Typen, die Tom auf dem Bürgersteig bedroht. Wir machen in der Freizeit anstatt Party lieber Kunst. Bleiben weiter tight und so umgeben von dem Dunst. Leider hält man unsere Tracks im Allgemeinen für stumpf. Aber halt die Fresse, Mann, und mach jetzt mal nen Punkt. Denn du siehst es, wir battlen gewieft Heads im Fließtext. Und zwar MCs im Beast Mode mit Lines, Hieb und Stichfest. Machen weiter, bis du teilnimmst am Piss-Test. Weil unser Sound so dope ist und du weißt, wir feiern's mit Mischbacks. Also kipp's weg. MCS1. Unsere Raps sind wie ein Traum, sie verfolgen dich im Schlaf. Ihr seid bestenfalls mit Down, sonst gibt's voll was auf den Arsch. Lass dich fallen zu den Sound und den konsequenten Parts. Denn S1 ist jetzt im Haus, bis es nen Bombenteppich hagelt. Ihr bondet Schwestern, tragen einen verkommenen asthmatischen besonderen Part, die Hengste, die an Maßen Phrasen bringen. Bekommt per Raps im wahrsten Sinn von Tom den Schlag ans Kinn, bis sie mit dem Arschloch zwinkern, gut getarnt, danach verschwinden. Zu guter Recht der Heiland dieses Freistaats. Begibt sich in den Zweikampf, macht 1A die Lines klar. Zückt im Battle gleich mal statt Light ganz die Schreibhand. Mit Reimen im Einklang und wir feiern es mit Weinbrand. Wir bewerfen dich auf Live-Gigs mit Code, denn der Meister des Dojos hat noch reichlich am Flows. Raps nach Reinheitsgebot, verhängt das Reiseverbot. Doch bei diesem Reibeisen bekommst du nur den Freizeichenton. Denn ich habe kein Interesse an dir in der Dauerschleife. Lies mal die Gebrauchsanweisung oder mach die Hausarbeiten. Bis du ausnahmsweise aufgeheizt bist bis zum Boiling Point und du schmeckst an deinem Gaumen Streifen dieses Teufelszeug. Real now, listen to the lava tone verbal spill now. But hold up. I'm not done yet. Ich scheiß auf eure Texte, denn ihr Pfeifen seid das Letzte. Bin bereit mit diesen Sätzen eure Scheiben zu zerbrechen. Was mich weiterhin verleitet, mich an Schreibmaschinen zu setzen. Doch die Einzelheiten bleiben geheimnisvolle Rätsel. Sich verbreiten wie die Pest, entstehen Freizeitrapper-Camps, die die Leitungsämter schätzen, so wie Streichorchester-Bands. Doch als Reinverfechter schleift man Fleisch am Messer, wird's ein Freiheitskämpfer, da der Feind bereits mit Kleinkalibern kämpft. Und wie Eintagsfliegen gänzlich nach nur einem Tag verendet, ist es eins auf dem Gelände, dann entscheidet nur das Battle. Und es treibt dich im Bedrängnis, entzieht Freizeit im Gefängnis, weil du Rhymes aus dem Vermächtnis wie ein Meisterdieb entwendest. MCS1.